So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Es gibt wieder ein Video, die Post war da. Es kommt kein Dampferzubehör, kein Kamerazubehör. Kommt halt mal andere Sachen und ich habe auch mehrere Pakete. Paket 1. Paket 2. Und Paket Nummer 3. Ich würde sagen, wir gehen mal runter auf den Tisch und dann gucken wir mal so nach und nach, was wir denn überhaupt alles so bestellt haben. Also, gehen wir mal runter. Also, 3 Pakete sind so für ein paar Quarra. Dann würde ich eigentlich fast sagen, wir fangen jetzt mit dem für mich am unspannendsten Paket an. Hier habe ich nämlich für meinen DX-Racer Stuhl einen neuen Gasdruckdämpfer bestellt, weil mein Stuhl, der sackt immer wieder ab. Ich verlinke euch das dann nachher auch in der Videobeschreibung. Und wenn ihr möchtet, kann ich dann dazu auch ein Einbauvideo machen. Weil ich meine, ich habe da zwar schon mal eins gemacht, aber ich habe dann danach gesucht, weil ich wissen wollte, welchen Dämpfer das ich einbauen kann. Dass ich mir der gleiche Dämpfer nochmal hole. Und habe das Video gefunden. Ich habe ja mehrere YouTube-Kanäle und ja, gemeint, das habe ich irgendwo hochgeladen, aber da ist das Video gefunden habe, weiß nicht, wo ich es hochgeladen habe. So, das ist auf jeden Fall der neue Gasdruckdämpfer. Den kann man ja eigentlich relativ einfach im Stuhl ersetzen. Also ist für den Gaming-Stuhl hier, was jetzt nicht gerade drauf sitzt, da kommt der auf jeden Fall rein. So, den brauche ich. Jetzt hier auf Müll. Und jetzt tun wir mal auf Seiten, dass ich das irgendwo zeitnah einbauen kann. Dann im nächsten Paket kommt eigentlich auch eher was unspannend, vielleicht der Tipp, aber ich habe ja ein BMW, ein 5er BMW Touring und der hat hinten Luftfahrwerk. So, und wenn man den hinter tiefer legen möchte, gibt es da 2 Optionen. Entweder man kauft sich solche Koppelstangen, die kann man dann hier variabel einstecken und also ähnlich wie bei Modellbau. Dann kann ich mir die Koppelstange von der Höhe her anpassen, wie ich es brauche. Und kann durch Dreher das Auto tiefer legen oder höher legen. Weil der die Niveauregulierung hat und dann praktisch hier der an Sensor übermittelt wird, ob das Auto gerade eingefedert ist oder nicht. Und das kann ich durch diese Koppelstange hier halt praktisch beeinflussen. Kann dann nachher das Auto ja einfach hochsetzen und tiefer legen. Hier vorne habe ich die Väter gestellt, die sind aber nicht da. Also dann kommt wahrscheinlich noch mal ein Video, die Post war da. Mit meinen Vätern von meinem BMW. Aber hier, wenn ihr dazu ein Video möchtet, müsste man das echt in die Kommentare schreiben, weil so Auto-Einbau-Videos, wie man irgendwas repariert, habe ich zwar auch schon was gemacht auf meinem Kanal, aber da ist halt immer schwierig mit der Kamera. Mit der Stirnkamera funktioniert das zwar, aber jetzt so wie man das vorstellt, das heißt, ich müsste immer mit mehreren Kameras schaffen und dann ist halt die Frage, wie viele Zuschauer möchte sowas eigentlich sehr. So, hier habe ich bestellt und das wird ja nachher gleich verbauen. Spurverbreiterung mit längere Radschraube. So, und das ist jetzt auch eine Spurverbreiterung, wo es eine ABE gibt.
Richtig, ich darf jetzt auch mein Auto auch fahren. Das ist das Wichtigste eigentlich. Es bringt nichts, wenn man irgendwas drauf macht, was dann nachher illegal ist. Hier gibt es die verschiedenen Spurverbreiterungsmodelle, was es gibt. Und die haben System. Oh, keine Ahnung, welches System ich kaufe dann. Aber ich denke mal, das hier, System 2, weil der grenzt, der müsste mit dran sein bei mir. Gucken wir einfach mal rein. Aber vielleicht steht es auch hier irgendwo drauf. Die Standscheiben Alu, aber da steht nichts von System. Das sind auf jeden Fall eine 40er Spurverbreiterung, also sprich pro Seite 20 mm. In dem Fall 2 cm. Dann ist eine Einbauanleitung dabei, aber mir wäre es lieber gewesen, die hätte mir Kupferpaste, dass man das dann auch ein bisschen einschmieren kann. Mir wäre es lieber, wenn sie die ABE-Klemme geschickt hätte, dass sie die dürfte nachher runterladen müsst. So, das ist die Spurverbreiterung. Das hier kommt dann praktisch auf die Bremsscheibe drauf. Und hier haben wir dann die Zentrierung fürs Rad, dass das Rad dann nachher weiterhin mittig ist. Und die ist jetzt ja schon relativ breit. Das müsste jetzt, wie gesagt, 2 cm sein. Die haben bei mir im Auto draußen nachgemessen. Ihr könnt rein theoretisch bis zu 3 cm rausgehen. Aber ich wollte halt einfach ein bisschen Luft lassen, dass es dann nicht gleich so breit wird, dass dann nachher alles schläft. Und mit denen müsste es eigentlich gut funktionieren. Aber das werde ich jetzt dann nachher ausprobieren. Bloß weiß ich nicht, ob ich da irgendeine Kamera mitnehme, wenn ich das mache. Spurverbreiterung auf mein Auto. Damit ich die Alufelge dann letztendlich wegschrauben kann, sind dann diese Schrauber neue mit dabei. Die sind dann halt einfach dementsprechend länger, dass das dann nachher auch noch funktioniert. Wenn euch so Einbauvideo oder generell irgendwie Autovideos, wenn man da irgendwas montiert oder so interessieren würde, schreibt mir das mal in die Kommentare. Weil ich glaube, es gibt schon viele YouTuber, wo halt einfach irgendwelche Einbauten dann zeigen. Und die haben dann meistens auch Hebebühne und dann sieht man das vielleicht auch ein bisschen besser als wie jetzt bei mir, wenn ich alles irgendwie mache und mit dem Waageheber auf dem Boden rumschaffen muss. Wenn es euch trotzdem interessiert, ab in die Kommentare damit, dann können wir mal überlegen, ob ich da eventuell das eine oder andere vielleicht dann doch mal filme. Gut, dann würde ich sagen, dann war es das auch mit dem Video. 3 Sachen sind kommen in einem Video. Paket Nummer 253 haben wir gesagt. Dann sehen wir uns zum nächsten Video. Tschüss.